Das hier, seht, ist ein Kamishibai. Das ist ein Erzähltheater aus Japan. Wir erzählen euch heute die Geschichte von Kofelu. Der Kofelu. Die Maus spazierte im Wald umher. Der Fuchs sah sie kommen und freute sich sehr. Hallo, kleine Maus. Wohin geht die Reise? Bei mir im Dorf gibt's Götterspeise. Schrecklich nett von dir, Fuchs. Doch ich sag leider nein. Ich muss schon beim Mittag beim Kofelu sein. Beim Kofelu? Sag, was ist das für ein Tier? Den kennst du nicht? Dann beschreibe ich ihn dir. Er hat schreckliche Hauer und schreckliche Klauen und schreckliche Zähne, um Tiere zu kauen. Wo triffst du ihn denn? Gleich hier, bei dem Stein. Und Fuchsspieß zu Mittag, das fände er fein. Fuchsspieß? Nein, danke, rief darauf der Fuchs. Er grüßte zum Abschied und flüchtete flugs. Wie dumm von dem Fuchs, er fürchtet sich so. Dabei gibt's ihn noch gar nicht, den Gryffalo. Die Maus ging weiter im Wald umher. Das sah eine Eule und freute sich sehr. Hallo, kleine Maus. Wohin geht die Reise? Komm doch her. Hast mich lad dich zum Tier auf meinen Ast. Ein andermal wäre ich darüber sehr froh. Doch jetzt muss ich weiter zum Gryffalo. Zum Gryffalo? Sag, was ist das für ein Tier? Den kennst du nicht? Dann beschreib ich ihn dir. Er hat knotige Knie, eine grässliche Tatze und vorn im Gesicht eine giftige Warze. Wo triffst du ihn denn? Gleich hier unten am Fluss und er isst gerne Eule mit Zuckerguss. Gezuckerte Eule? Schuschu, schuschu, Schelleck, rief die Eule, vorn war sie im Nu. Wie dumm von der Eule, sie fürchtet sich so, dabei gibt's ihm noch gar nicht, den Gryffalo. Die Maus ging weiter im Wald umher. Das sah eine Schlange und freute sich sehr. Hallo, kleine Maus, komm mit in mein Nest. Bevor eine Schlange Mäuse fest. Wie lieb von der Schlange, ich danke dir schön, doch ich muss schon weit zur Feier beim Gryffalo gehen. Zum Gryffalo? Sag, was ist das für ein Tier? Den kennst du nicht? Dann beschreibe ich ihn dir. Er hat feurige Augen, eine Zunge so lang und Stacheln am Rücken, da wird's einem bang. Wo triffst du ihn denn? Gleich hier unten am See und am liebsten verzehrt er Schlangenpüree. Schlangenpüree? Oh, ich muss schnell nach Haus. Dann glitt sie ins Holz, mach's gut, kleine Maus. Wie dumm von der Schlange, sie fürchtet sich so, dabei gibt's ihm noch gar nicht den Gryffel. Oh! Wer ist dieses Wesen mit schrecklichen Klauen und schrecklichen Zähnen, um Tiere zu kauen, mit knotigen Knien, einer grässlichen Tatze und vorn im Gesicht einer giftigen Warze, mit feurigen Augen, eine Zunge so lang und Stacheln am Rücken, da wird sein Bang. Oh Schreck, oh Gras, ich fürchte mich so, es gibt ihn doch, den Gryffalo. Die Habe sprach, mein Lieblingsmaus ist Butterbrot mit kleiner Maus. Da sprach die Maus, kann gar nicht sein, ich bin befürchtet, weit aus, weit ein. Geh hinter mir, dann zeig ich's dir. Alle Tiere im Wald haben Angst vor mir. Der Gryffel muss schrecklich lachen. Dann sagte er, können wir machen. Sie gingen eine Weile, dann merkte er was. Ich höre ein Zischen dort vorne im Gras. Die Maus sah die Schlange und sagte, Hallo! Doch die schaut schon nur auf den Gryffalo. Oh je, leb wohl, kleine Maus, rief sie, dann nahm sie schnell reißauf. Na, sprach die Maus, was sag ich dir? Erstaunlich, sagte das Gryffeltier. Eine Weile, dann hielt er wieder ein. Mir war, als hörte jemand schreien. Bestimmt nur die Eule. Oh Eule, hallo! Doch die schaut nur auf den Gryffalo. Schuschu, schuschu, Schelleck. Leb wohl, kleine Maus. Rief sie voller Hast und flog zurück auf ihren Ast. Na? Sprach die Maus. Was sag ich dir? Verblüffend, sagt das Gryffeltier. Eine Weile, dann blieb er wieder stehen. Da vorne auf dem Pfad muss jemand gehen. Die Maus sah den Fuchs und sagte, Hallo!
Doch der schaut schon nur auf den Gruffelung. Oh, zu Hilfe! Rief er. Leb wohl, kleine Maus! Dann sprang er zurück in den Schutz seines Baus. Ja, sprach das Mäuschen. Was sagt ihr? Alle Tiere im Wald haben Angst vor mir. Und jetzt hab ich Hunger, mir knurrt im Magen. Und Gruffelokrutze könnte ich heute gut vertragen. Gruffelokrutze? Der Gruffelo schaute das Mäuschen an und floh. Im Wald, da wollte man niemanden mehr. Der Bauch knackte Nüsse und kräute sich sehr.